Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist ja nun wirklich ewig lange her. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Monate lang nichts gefilmt. Es war eine sehr turbulente Zeit. Es ist viel passiert. Ein paar von euch werden es bestimmt in dem Community-Tab mitbekommen haben. Ich war im Krankenhaus. Ich hatte eine Thrombose und eine Lungenembolie und eine Lungenentzündung und einfach den ganzen Shit, den man sich vorstellen kann bei dem Thema. Und ja, was soll ich sagen? Ich war einfach ausgenockt 2 Monate. Aber ich bin wieder da und nehme euch heute mit durch meine Routinen, denn ja, ich habe jetzt tatsächlich 8 Wochen lang nichts geputzt hier. Das hat alles mein Mann übernommen, also so die wichtigsten Sachen, ne? Gleichzeitig waren ja auch noch Ferien, die Kinder waren zu Hause. Die Große musste sich auf die Einschulung vorbereiten. Es war einfach alles, ja, was soll ich sagen? Es war die schlimmste Zeit, um krank zu werden, wobei das natürlich nie gut ist. Es ist noch früh am Morgen. Ich habe gerade meinen Mann und die Kinder rausgeschickt. Und ja, früh am Morgen, relativ. Es ist 7:45. Für mich ist das früh am Morgen, aber okay. Egal, wir legen jetzt los. So, ich bin jetzt bei 6 Minuten 17 und habe natürlich ein bisschen länger gebraucht heute. Ich musste die Kamera von A nach B stellen und es war auch ein bisschen mehr da als sonst. Normalerweise ist es nur das Frühstückskram. Das haben wir geschafft und weiter geht's jetzt mit der Wäsche und dann mache ich mich fertig für den Tag. Die neue Wäsche ist in der Waschmaschine. Die muss ich jetzt zusammenlegen. Ich hoffe, die Spülmaschine ist jetzt nicht zu laut. Und dass ihr mich trotzdem versteht, aber eigentlich ist das Mikro ja näher an mir als an der Spülmaschine. Insgesamt bin ich jetzt bei knapp 10 Minuten und ja, mal gucken, wie lange ich jetzt dafür brauche. Ich muss ja schon zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche, um wieder in alte Routinen reinzufinden. Also ich meine, gut, die waren jetzt vielleicht noch nicht gefestigt genug. Ich hatte das ja erst irgendwie 2 Monate oder so gemacht und war dann 1,5 Monate out of order. Und ich hatte jetzt echt eine harte Zeit, wieder da reinzufinden. Die Abendroutine geht zum Glück einigermaßen gut von der Hand, Gott sei Dank. Weil ich dann halt einfach morgens in einem relativ aufgeräumten Haushalt starte. Wenn jetzt hier alles noch gestanden hätte von gestern Abend, das wäre, ja, dann hätte ich heute Morgen schon wieder keinen Bock gehabt und hätte quasi aufgegeben und hätte wahrscheinlich faul auf dem Sofa rumgesessen oder so, weil ich einfach gar keine Lust habe und mich diese visuelle Unordnung einfach extrem, ja, demotiviert. Und genau. Abends geht aber, morgens muss ich halt noch ein bisschen reinfinden, aber Gott sei Dank habe ich mir diesen Ablauf ja schon einmal antrainiert und ich habe die Hoffnung, dass es einfacher wird, in alte Routinen wieder reinzufinden, wenn man sie denn schon mal hatte. Und bevor du dich jetzt fragst, warum ich hier so komisch die Wäsche zusammenlege und die T-Shirts hier nur einmal in die Hälfte nehme, die T-Shirts von meinem Mann, die passen nur ganz speziell gefaltet in diese Schublade, die wir oben haben und dementsprechend haben wir so ein Klemmbrett, Klemmbett? Faltbrett. Ein Faltbrett, mit dem wir die dann halt falten. Dementsprechend war das jetzt wirklich eine schnelle Aktion hier, weil ich hier halt einfach so gut wie nichts falte. So, stopp. 14 Minuten, 48 Sekunden. Ich weiß gerade nicht, wo wir vorhin waren. Ich glaube bei 10 Minuten oder so. Also das war halt wirklich keine große Aufgabe und das bringen wir jetzt hoch. Und dann muss ich mich nur noch fertig machen und dann kann ich an die Arbeit gehen, beziehungsweise
Heute ist Freitag. Das heißt, ich mache heute meinen Einkaufszettel und wir kaufen gleich zusammen ein. Ich mache mich jetzt an den Essensplan bzw. meine Einkaufsliste. Ich mache das tatsächlich immer freitags in letzter Zeit, weil ich freitags einfach am wenigsten arbeitstechnisch zu tun habe und deswegen kann ich das alles am Freitag machen und dann auch direkt einkaufen fahren. Schauen wir mal, was wir nächste Woche essen. Wir sind tatsächlich relativ viel nicht da. Also hier brauchen wir nichts und hier brauchen wir nichts. Ja, das geht ja. Ich habe jetzt alles hier auf meiner Liste und jetzt geht's ab, ich denke, zum Lidl. Ja, da fahre ich am liebsten einkaufen tatsächlich, da finde ich alles auf die Schnelle. Ich weiß nicht, hast du das auch, dass wenn du in einen Einkaufsladen gehst, in den du nicht so oft bist, dass du dann halt einfach erstmal da stehst und so denkst, wo muss ich hin, wo ist was? Also die sind ja eigentlich alle ähnlich aufgebaut, aber ich habe so meine zwei Supermärkte hier in der Nähe, wo ich hingehe und wenn ich halt nicht hingehe, ja, dann stehe ich da total verzweifelt und finde meine Sachen nicht. Oder ich packe viel zu viel anderen Kram ein, weil es da irgendwie Sachen gibt, die es in meinen Stammsupermärkten nicht gibt. Ja, nicht so gut. Okay, aber jetzt geht das mal los und ich zeige euch dann gleich, was ich eingekauft habe. So, das wird mein erster Einkaufshaul. Ich habe sowas tatsächlich noch nie hochgeladen. Wir haben Nudeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Meine Kinder essen super viele Nudeln. Blaubeeren. Oh, die zermatscht sind scheinbar. Auf jeden Fall tropfen sie. Das ist natürlich nicht gut. Ich stelle dich da jetzt einmal drauf. So, Blaubeeren. Kleine Tomaten zum Snacken. Joghurt. Eins, zwei. Irgendwo ist noch einer. Egal. Zitronen. Dann, ja, Gnocchi. Bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Gnocchi, ist das richtig? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich das richtig gemacht habe. Dann gibt es Schinken und Parmesan, weil ich gleich noch ein Rezept ausprobieren will. Und dafür brauche ich das. Hier hat sich noch der letzte Joghurt versteckt. Dann Gouda zum Überbacken, Brot, Notfallbrot, weil wir gar nichts mehr da haben. Dann noch ein paar Bananen und na, Spaghetti brauche ich auch gleich fürs Essen. Und meine Paulana, die ich mir bei jedem Einkaufen gönne. So, ja. So. Ich weiß nicht, habt ihr auch irgendwas, was ihr euch quasi so als Belohnung nach dem Einkaufen gönnt? Bei mir kommt immer eine Dose Paulana mit. Quasi ein kleines Ritt. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das alles gleich verräumen. Und in den Kühlschrank kriegen. Wie gesagt, es ist nicht viel. Achso ja, und die Blumen. Die Blumen habe ich auch gekauft. Die sind für unseren Vorgarten. Und die, weil ich einfach hier einen Farbklecks haben wollte und es mir irgendwie schön machen wollte nach der ganzen Zeit, wo jetzt echt viel Mist passiert ist, sind wir mal ganz ehrlich, die letzten Wochen waren einfach schrecklich. Wirklich schrecklich. Genau, und dann noch Kartoffeln. Und wo ich die gerade in der Hand habe, merke ich, dass ich auch noch Sachen im Tiefkühler habe. Und zwar habe ich noch Spinat gekauft und zwei Pakete Fischstäbchen, weil meine Kinder lieben Spinat mit Kartoffelbrei und Fischstäbchen. Nein, andersrum. Sie mögen die Fischstäbchen lieber als den Spinat, aber den gibt es trotzdem dazu, weil er ist gesund. Und weil viele Leute immer interessiert, wie viel das gekostet hat alles, wir sind jetzt bei 35 Euro für das alles zusammen. So, ich räume das jetzt alles direkt dahin, wo es hingehört.
So, wir sind an meinem Schreibtisch. Es ist Freitag, das heißt, nach dem Einkauf sitze ich jetzt hier und werde den ganzen Tag Videos schneiden. Das ist tatsächlich immer mein Freitag. Ich habe so einen gewissen Ablauf. Ich habe bestimmte Tage, wo ich filme, lange Videos, kurze Videos. Freitags bin ich immer am Schneiden. Es gibt auch einen Tag, wo ich immer im Büro bin und meinem Angestelltenjob dann halt nachgehe. Und es gibt natürlich auch Zeiten, wo ich dann hier im Büro andere Sachen arbeite. Aber tatsächlich sitze ich die meiste Zeit vor dem Laptop, beziehungsweise hier vor meinem Bildschirm und schneide. Und es ist eigentlich weniger so, dass ich irgendwie super kreativ mit der Kamera durchs Haus renne oder die ganze Zeit nur putze, sondern das, was ihr seht, sind halt kleine Momente. Ja, und heute steht halt viel Videoschnitt an und ich muss noch was filmen, weil ich ja ein bisschen, ja, einfach in Verzug gekommen bin. Dadurch, dass ich jetzt so lange nichts gemacht habe, muss ich da erstmal wieder reinkommen. Ich habe gestern ein Video gefilmt für euch, das eigentlich, wenn ihr das seht, nächste Woche kommen soll. Ja, und ich habe das Mikrofon vergessen. Also ich hatte das Mikrofon in der Hand, ich habe da auch reingeredet, aber es steckte halt nicht in der Kamera. Blöd gelaufen. Und von daher werde ich jetzt hier mal gucken, das Video, was ihr jetzt hier gerade seht, habe ich schon angefangen zu schneiden. Das mache ich noch fertig. Das ist hier. Und genau, das werde ich jetzt noch fertig machen. Und dann nehme ich noch das Video für nächste Woche zum zweiten Mal auf. Ich starte jetzt in die Zonenarbeit und zwar sind es heute, also diese, ich fange von vorne an. Ich mache meinen Haushalt ja nach dem Playlady-Prinzip und da ist quasi in jeder Woche eine andere Zone dran, in der man dann 15 Minuten etwas macht. Da geht es um Aufgaben, die man vielleicht im normalen Hausputz nicht unbedingt macht und dann weiß ich halt für mich, okay, alle 5 Wochen kommt halt diese Zone wieder. Und dann nehme ich mir das halt vor. Und heute habe ich mir da vorne unsere Haustür vorgenommen, denn die sieht katastrophal aus. Und werde jetzt mit dem Pink Stuff da mal dran gehen und gucken, ob ich damit den ganzen Dreck darunter kriege. Ja, habe hier wieder meinen Putzlappen. Für die süßen Mulltücher von damals. Früher waren sie in der Windel meiner Kinder drin. Jetzt benutze ich sie zum Putzen. Das sind die besten Putztücher überhaupt. So, mein Timer hat jetzt geklingelt und ja, die Haustür sieht wieder gut aus, Gott sei Dank. Jetzt pflanze ich noch schnell die Blumen ein. Ich habe dafür so Blumenpötte gefunden in der Garage. Und dann kommen die jetzt da rein und dann habe ich meine Zonenarbeit für heute schon wieder erledigt. Richtig gut. Es fühlt sich so gut an, wieder in diese Routine reinzufinden. Mega, mega toll, wirklich. Ja. Und es fühlt sich sehr komisch an, gerade vor der Haustür zu filmen. Normalerweise bin ich ja immer drin. Gut, jetzt noch schnell die Blumen. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Wir haben den Abend dann ausklingen lassen mit was Leckerem zu essen. Ich habe nämlich ein Rezept nachgekocht von einer anderen YouTuberin. Und zwar Spaghetti Carbonara. Ich liebe Spaghetti Carbonara, aber ich habe das nie hinbekommen, dass das wirklich, ja, so schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Ihr wisst, ich bin keine gute Köchin. Aber das Rezept von Marie hatte halt super wenig Zutaten und klang so einfach. Ich musste das einfach ausprobieren. Ja, also checkt alle gerne mal Maries Kanal aus. Das ist eine super Liebe. Sie hat super, super tolle Rezepte. Und auch wenn nicht alle bei uns essen wollten, hier gerade seht ihr nämlich meine Reaktion, als meine Tochter mir gesagt hat, dass sie
lieber Leberwurstbrot haben möchte als Nudeln. Und natürlich hat sie ihr Leberwurstbrot gekriegt, klar. Mehr Carbonara für mich. Ja, aber wie gesagt, checkt auf jeden Fall mal Marie aus, wenn ihr Bock habt auf leckere Rezepte, denn die hat echt tolle Sachen auf ihrem Kanal. Und ich habe jetzt definitiv ein Rezept, das ich öfter kochen werde. Das war heute ein etwas ruhigeres Video. Wenn du Lust hast auf mehr Motivation und Ordnungstipps, dann guck dir mal die Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Denn da kommst du dann voll auf deine Kosten. Und vergiss nicht, nächste Woche wieder reinzugucken, denn da gibt es auch wieder ein Video, was du bestimmt nicht verpassen willst. Bis zum nächsten Mal.